So Freunde, was geht ab und herzlich willkommen liebe Kampfsportfreunde auf meinem Kanal NoTime MMA. Vielen, vielen Dank für die letzte Resonanz auf dem Video, auf meine Frage, ob ihr sehen wollt, dass ich euch mal die Gehälter vorstelle, die beim letzten Event Usman Masvidal 2 letztendlich generiert wurden. Und Leute, es ist sehr, sehr krass. Wie gesagt, das Event hat allgemein nur 700.000 Pay-Per-Views gemacht, aber könnte ungefähr auf den Umsatz von 1 Million Pay-Per-Views kommen, wenn man die ganzen Verkäufe und Broadcaster, wie zum Beispiel The Zone und so weiter und so fort, auf der Welt halt mitzählt. Und das ist auf jeden Fall eine starke Einbuße in Bezug auf die 1,3 Millionen Pay-Per-View-Buys, die bei der UFC 251 vor einem Jahr verkauft wurden. Und an dieser Stelle, bevor es losgeht, würde ich euch gerne darum bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr dies noch nicht getan habt. Denn ich habe gesehen, dass rund 70% von euch das noch nicht getan haben und ihr könnt mich damit sehr supporten. Wir gehen weiter steil nach oben und vielen Dank und viel Spaß beim Video. Auf jeden Fall, Leute, hat man auch den Vergleich zum Beispiel, dass Adesanya vs. Blachowicz ungefähr 800.000 Pay-Per-Views verkauft hat. Deshalb 700.000 ist nicht schlecht, aber für so einen Mega-Fight, wo die Fans wieder reingekommen sind und vieles, vieles mehr mit drei Titelkämpfen, hätte man sich schon etwas mehr Pay-Per-Views erhofft, denke ich. Und nun habe ich für euch sogar die ganz genauen Zahlen mit den Pay-Per-View-Prozenten der Kämpfer. Das habe ich auch noch nie so gesehen, die letztendlich für Usman, Masvidal und viele mehr generiert wurden. Fangen wir doch mal an mit Chris Weidman, welcher sein Bein brutal gebrochen hat und wahrscheinlich in einem Jahr erst wieder richtig laufen kann, hat er auf jeden Fall auch in einem Statement gesagt. Denn da haben wir eine beträchtliche Summe, denn Chris Weidman hat für einen 17-Sekunden-Kampf rund $420.000 bekommen und natürlich auch für das kaputte Bein, was er letztendlich mit sich mit nach Hause tragen muss. Und das ist sehr, sehr krass. Die UFC hat sich allgemein auch sehr, sehr gut um ihn gekümmert und nicht wie bei Tony Ferguson Stress gemacht in Bezug auf die Krankenhausrechnung, und die Operation verlief sehr gut bei ihm. Direkt geht es weiter mit Kamaru Usman, der insgesamt, Leute, $1,5 Millionen kassiert hat. Das ist richtig krass. Er hat 750.000 für die Show allgemein bekommen, 640.000 Pay-Per-View-Prozente-Bonus, 60.000 Sponsorship-Bonus und 50.000 für den Performance of the Night-Bonus, für den Knockout gegen Masvidal. Und Leute, Masvidal hat fast nur die Hälfte von dem bekommen, was Usman bekommen hat. Das ist richtig krass. Aber ich denke, wenn Masvidal gewonnen hätte, hätte er auch mehr bekommen. Aber Masvidal hat $800.000 bekommen, $500.000 für die Show und 260.000 Pay-Per-View Prozentbonus für Masvidal und 40.000 für den Sponsorship-Bonus. Das heißt, wenn Masvidal gewonnen hätte, hätte er bestimmt eine andere Summe bekommen, weil die UFC immer Verträge macht mit dem, du verdienst das, wenn du gewinnst, oder du verdienst das, wenn du verlierst. Das ist auch sehr, sehr krass. Und ja, Leute, das sind auf jeden Fall zwei beträchtliche Summen. Aber wenn man mal so vergleicht, einfach Masvidal, der sagt, ich bin der große Pay-Per-View-Star, Usman verdient einfach mal so das Doppelte wie Masvidal bei einem Event. Finde ich sehr, sehr krass. Ansonsten, Valentina Shevchenko hat $430.000 verdient. Weili Zhang hat $380.000 verdient. Rose Namajunas hat $310.000 verdient. Uriah Hall $325.000 und Anthony Smith $360.000. Sehr, sehr stark. Darüber hinaus auch noch ein Jimmy Crute $205.000. Sehr, sehr starke Main-Card-Beträge, die die ganzen Kämpfer mit nach Hause gebracht haben. Starke Performance von Rose und Valentina. Richtig krass. Aber schreibt mir doch mal eure Meinung zu diesen Verkaufszahlen und allgemein zu den Gehältern gerne in die Kommentare. Ansonsten, Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Khamzat Chimaev hat sich auch zu Masvidal geäußert, hat gesagt, dass er, wenn er wieder aufgewacht ist von seinem Knockout, auch im August bereit ist, gegen ihn zu kämpfen. Wäre auch ein nicer Kampf, aber da sehe ich Masvidal nicht mit dem starken Ring von Chimaev. Aber ja, man wird natürlich sehen, wie sich das Ganze ausspielt. Eure Meinung würde mich interessieren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer NoTime MMA.